Und abermals herzlich willkommen zur Einführung in die Philosophie des Geistes im Sommersemester 2020. Dies ist tatsächlich unsere letzte, die 10. Sitzung in diesem so besonderen Semester, das aufgrund der Corona-Pandemie mich zwingt, die Vorlesung aus meinem Arbeitszimmer herauszuhalten. Mein Name ist Holger Liere, Lehrstuhl für Theoretische Philosophie an der Uni Magdeburg. Und mit dieser letzten Folge beschließen wir den 4. Themenblock, phänomenales Bewusstsein, bei dem wir uns beim letzten Mal angefangen haben, uns zunächst über die Grundbegriffe dieser Debatte im Klaren zu werden. Wir hatten ihm ja schon vorher gesagt, also es gibt so etwas wie zwei Eigenschaften oder Charakteristika unseres mentalen Reichs, unseres mentalen Innenlebens. Einerseits können wir offenbar die Welt repräsentieren. Wir sind kognitiv-mental fähig zu repräsentieren oder wir verfügen über die Fähigkeit der Intentionalität, der Bezugnahme. Das war das eine Problem und das andere ist gleichzeitig eben ist es auch so, dass wir uns, wenn wir uns in mentalen Zuständen befinden, sich es für uns irgendwie anfühlt, in diesen Zuständen zu sein. Diese Zustände sind von einer Erlebnisqualität. Diese Erlebnisqualität ist vermeintlich subjektiver Art, sie ist qualitativ phänomenaler Natur und diese Art von Erlebnischaraktere nennt man Qualia, ein Terminus technicus der Philosophie des Geistes an der Stelle, der Singularis Quale, ein solcher Erlebnischarakter. Und das Rätsel phänomenalen Bewusstseins ist das Rätsel der Erklärung und Naturalisierung von Qualia. Gleichzeitig spielte der Begriff Bewusstsein eine Rolle, also die Gesamtheit dieses qualitativen Innenerlebens meiner Qualia macht das phänomenale Bewusstsein aus. Bewusstsein ist aber, wie wir festgestellt haben, ein vieldeutiger Begriff. So, es gibt viele Facetten von Bewusstsein, denen wir uns letztes Mal so ein bisschen genähert haben. Es gibt den neben dem phänomenalen Bewusstsein unsere Fähigkeit der Kontrolle, der Aufmerksamkeit, des Zugriffs. Das könnte man als eine Form von Bewusstsein, von phänomenalem Bewusstsein unterscheiden. Und mindestens auch noch ein drittes Verständnis von Bewusstsein ist hier auch wichtig, nämlich Bewusstsein im Sinne von Selbstbewusstsein oder auch, wie es im Englischen dann entsprechend heißt, Self-Consciousness, ein Selbstsein, ein Personsein, ein Ichsein. Das im Fokus unserer Betrachtung hier steht phänomenales Bewusstsein. Und nochmal, das Kernproblem war es, Qualia zu erklären. Und warum ist das überhaupt ein Problem? Nun, es gibt eben eine nicht unbeträchtliche Gruppe von Vertretern innerhalb der Philosophie des Geistes, die der Meinung sind, dieses Rätsel qualitativen Erlebens ist ein so tiefes Rätsel, ist ein so großes Rätsel, dass es für die Naturwissenschaften und für eine naturalistische Zuwägung niemals gelöst werden kann. Man spricht von einem Hard Problem of Consciousness. Dave Chalmers hat diesen Ausdruck insinuiert. Und in der Debatte seit Ende des letzten Jahrhunderts sind eine ganze Reihe von Argumenten aufgetreten, vermeintlichen Argumenten oder rhetorischen Figuren, mit denen man versucht, deutlich zu machen, dass es sich hierbei um eine unüberwindbare Hürde handelt für den Naturalisten, dass er niemals in der Lage sein kann, aus grundsätzlichen, prinzipiellen Erwägungen heraus, niemals in der Lage sein kann, Qualia zu ergründen und zu erklären. Es besteht eine Erklärungslücke, so war der erste Argumenttyp, das Erklärungslückenargument. Es besteht grundsätzlich eine Unvollständigkeit unseres Wissens. Das ist das bekannte Gedankenexperiment der Neurophysiologin Mary, das Mary-Gedankenexperiment, was wir uns angeguckt haben von Frank Jackson. Und es allgemein besteht die Möglichkeit, sich
physikalische Doppelgänger vorzustellen, die zwar in allen funktionalen, behavioralen Hinsichten dir und mir gleichen, aber die nichtsdestotrotz phänomenal leer sind. Solche Fantasiewesen, solche Doppelgänger nennt man dann Zombies, philosophische Zombies, haben nichts zu tun mit den Zombies aus irgendwelchen Gruselfilmen. Das sind halt philosophisch, phänomenal leere, aber funktional äquivalente Doppelgänger. Und die Vorstellbarkeit solcher funktional äquivalenten, aber phänomenal leeren Doppelgänger ist auch ein Argument für die de facto Trennung des Physischen und des Phänomenalen. So jedenfalls die Vertreter dieser Positivseite von Qualia-Argumenten. Diese letzte Sorte von Vorstellbarkeitsargumenten will ich nochmal aufgreifen und nochmal generalistischer hier kurz darstellen. Und damit steigen wir jetzt direkt in diesen letzten Teil ein. Dave Chalmers gibt so folgende Grundstruktur dieses Arguments der Vorstellbarkeit, also dieser einer generalisierten Form des Arguments der Vorstellbarkeit vor. Also es ist eben vorstellbar, dass es Zombies gibt. Das wird hier mal durch einen anderen Satz dargestellt, nämlich den Satz P und nicht Q. Wir erinnern uns, P ist die Menge aller physikalischen Tatsachen, Q ist die Menge aller phänomenalen Tatsachen. Und der Physikalist muss natürlich annehmen, dass die Menge der physikalischen Tatsachen oder Wahrheiten die Menge der phänomenalen Wahrheiten umfasst. Wer gewissermaßen eine Liste hat aller physikalischen Wahrheiten, hat nach Ansicht des Physikalisten eine erschöpfende Liste. Da tritt dann nichts mehr hinzu. Während der Antiphysikalist, zum Beispiel der Vertreter einer starken Qualia-Position, sagen wird, nein, da gibt es etwas, was du verpasst, was nicht in deinem Katalog P enthalten ist. Und das sind eben die phänomenalen Wahrheiten. Und jetzt ist es möglich, dass, und damit auch vorstellbar, dass es beispielsweise Wesen gibt, die in allen physischen Hinsichten, physikalischen Hinsichten, dir und mir gleichen. Aber wir verpassen eben diese phänomenalen Tatsachen in diesen Wesen, also P und nicht Q ist vorstellbar, nach Ansicht des Antiphysikalisten. Es kann Zombies geben. P umfasst dann nicht Q. Das ist aussagenlogisch äquivalent. Nicht, wenn immer P, dann Q. Ist aussagenlogisch ja dasselbe wie P und nicht Q. Und das ist natürlich nicht das, was der Physikalist sich eigentlich vorstellen kann, aber vorstellbar ist es doch, also was der Physikalist wünschen kann oder ja, annehmen kann, aber vorstellbar ist es doch. Und jetzt kommt der zweite entscheidende Schritt, und wenn es vorstellbar ist, dann ist es auch metaphysisch möglich, dass es so ist. Und das würde bedeuten, der Physikalismus ist falsch. Nun. Das ist also die Kurzform dieses Arguments, und hier sind eigentlich zwei entscheidende Prämissen. Es sind hier nur zwei, und beide Prämissen kann man natürlich jede für sich jetzt abklopfen und angucken. Und tatsächlich sagt Dave Chalmers, danach können wir auch, je nachdem, welche Art von Zweifel an diesen Prämissen die Gegenseite hegt, die physikalistische für ihn Gegenseite hegt, können wir zwei Arten von Physikalismus unterscheiden. Er nennt das den Typ A und den Typ B Physikalismus. Der Typ A-Physikalist leugnet, bezweifelt die erste Prämisse. Für ihn ist es nicht mal vorstellbar, dass es Zombies geben kann. Und dann ist die Sache vom Tisch. Natürlich muss er etwas dazu sagen, warum es für ihn nicht vorstellbar ist. Und umgekehrt muss die Gegenseite etwas dazu sagen, warum es vorstellbar ist. Zum Beispiel könnte der Physikalist Typ A sagen, naja, für mich sind eben alle Tatsachen oder auch alles Mentale ist funktionalisierbar. Ich leugne die vermeintliche Nicht-Funktionalisierbarkeit von qualitativem Erleben. Und phänomenale Zustände sind eben auch funktionale Zustände. Wäre eine Möglichkeit. Und deswegen leugne ich schon Prämisse 1, die mache ich schon nicht mit. Manche machen Prämisse 1 mit, und zwar auch manche Physikalisten. Und
sind aber dann trotzdem reserviert, was Prämisse 2 angeht. Das heißt, sie akzeptieren zwar die Möglichkeit, die Denkbarkeit von Zombies, sagen aber, das heißt noch lange nicht, dass es auch metaphysisch, dass es auch eine rigide metaphysische Möglichkeit ist. Und das sind die sogenannten Typ B-Physikalisten in der Taxonomie und Terminologie von David Chalmers. Das möchte ich mir einmal kurz nochmal angucken. Ich sage aber schon gleich dazu, eine vertiefte Betrachtung dieser und Diskussion dieser Überlegungen führt uns in tiefe modaltheoretische Überlegungen, die wir hier nicht anstellen können. Aber vielleicht nur nochmal so ein bisschen zur weiteren Illumination. Wir haben diesen Typ von Argument schon kennengelernt bei Descartes ganz früh. Wir haben ihn dann auch nochmal bei Kripke kennengelernt und jetzt pickt David Chalmers das auf. Und also der Typ B-Physikalist, der nicht einverstanden ist mit diesem Argument, leugnet diesen entscheidenden Schritt der zweiten Prämisse von der epistemischen Möglichkeit zur metaphysischen Möglichkeit. Zwar ist es denkbar, dass es Zombies gibt, aber das ist de facto ja nicht so. Die Erfahrung lehrt uns, dass dem nicht so ist. Sie und ich, wir alle sind alle Lebewesen, die über qualitatives Erleben verfügen, oder denen wir das zusprechen. Die haben auch qualitativ, die erleben auch qualitativ. Also de facto sagt uns die Erfahrung P und Q. Und da ist nun das eines der Argumente, weshalb man das so ansehen soll, weshalb man sagen soll, du kannst nicht von der Vorstellbarkeit auf die metaphysische Möglichkeit schließen. Der Hinweis darauf, dass es so ein Auseinanderklaffen der epistemischen und der metaphysischen Möglichkeit auch in anderen Fällen gibt. Fällen, in denen die reduktive Wissenschaft oder der Reduktionist auch plausibel machen kann, wie es zu diesem Auseinanderklaffen kommt. Und deshalb, das ist nun die Story, die der Typ B-Physikalist gegen den Qualia-Vertreter, gegen Dave Chalmers und Company ins Felde führt. Er wird sagen, zum Beispiel kann man sich zwar vorstellen, dass Wasser nicht H2O ist, sondern irgendwas anderes, also dieser wasserartige Stoff in unseren Flüssen und Bächen und der aus unseren Wasserhähnen kommt, ist nicht H2O. Das könnte ich mir zwar vorstellen. Es ist also eine epistemische Möglichkeit, aber metaphysisch ist es unmöglich, denn der Natur nach ist Wasser H2O. Mit Kripke gesprochen, drehen wir das nochmal um, kann man sagen, und das liegt daran, dass diese beiden Ausdrücke starre Bezeichner sind und dass deshalb diese Identitätsbehauptung eine notwendig wahre Behauptung ist, allerdings, und das ist der Witz, das ist ja auch die Entdeckung von Kripke, eine a posteriori notwendige Behauptung. Ich muss erst Chemie treiben oder ähnliches, um rauszufinden, dass Wasser H2O ist. A priori könnte es auch etwas anderes sein. Nichtsdestotrotz, a posteriori ist es das nicht und es gilt sogar notwendig, weil die beiden Ausdrücke auf der rechten und linken Seite der Relation starre Bezeichner sind. Und so ähnlich ist es auch mit der Aussage P und nicht Q. Das ist zwar a priori nicht ausgeschlossen, aber a posteriori ist es notwendigerweise falsch, also, oder ist es nicht notwendig wahr, also können wir das nicht behaupten, sondern da ist es de facto so, dass P und Q. Diese Analogie bemüht Analogien dieser Art, wir können auch sagen, können andere Beispiele wählen, also dass beispielsweise Gene DNA sind oder so. Man guckt gewissermaßen, man redet von Vererbungseinheiten und was ist eigentlich deren innere Natur, naja, in dem Falle bei Genen, hat sich dann herausgestellt, ihre Natur ist es, DNA-Stränge zu sein. Aber da könnte man so ein ähnliches Argument machen. Also, wir reduzieren gewissermaßen den Begriff auf einen Begriff auf das andere und deshalb haben wir diese reduktiven Identitätsbehauptungen, die sowas sind wie Brückengesetze in der Nägelreduktion. Und das sind a posteriori notwendig. A posteriori Notwendigkeiten. A priori könnte es anders sein und
Deswegen gibt es diese komische Lücke oder gibt es dieses Auseinanderfallen von epistemischer Möglichkeit und metaphysischer Möglichkeit. Der Qualia-Vertreter sagt nun, nein, diese Analogie ist falsch. Im Falle von P und nicht Q, im Falle von Qualia, ist die Analogie zu Wasser und H2O nicht eine falsche Analogie. Es ist eine Disanalogie. Wenn wir, sagen wir mal, jetzt als ein Beispiel für Qualia, insbesondere Schmerz erleben, nehmen, es gibt hier nicht so die eine oder die andere Art von Schmerzsein. Schmerzsein ist, was immer sich wie Schmerzen anfühlt. Es gibt nicht so etwas wie das Schmerzerleben auf der einen Seite und das etwas, was dem als tiefere Essenz zugrunde liegt. So als wenn beispielsweise Schmerzen eigentlich C-Faserfeuern wären oder was auch immer sie vielleicht sein sollten, könnten, nach reduktiver Ansicht. Weil wir das nicht machen können, ist es eine Disanalogie, darauf zu verweisen, wie es sich bei Wasser und H2O verhält. Dann aber gilt umgekehrt, es ist überhaupt nur vorstellbar, dass es Zombies gibt, wenn es ipso facto auch eine metaphysische Möglichkeit ist. Also, man ahnt vielleicht schon, dass das jetzt eine sehr, sehr verwickelte Debatte werden kann. Hier konfligieren Intuitionen über modale Zusammenhänge. Und damit das nicht nur eine Debatte ist auf so vagem Intuitionsniveau, versuchen gerade die Vertreter dieser Art von Vorstellbarkeitsargumenten, das auf ein sehr hohes technisches Niveau zu heben. Wer in diese Debatte einsteigen möchte, also wenn Sie Interesse haben, in diese Debatte einzusteigen, dann kann ich jetzt schon versprechen, das wird schnell sehr ambitiös und technisch avanciert. Man steigt dann in anspruchsvolle modaltheoretische Betrachtungen ein, die Vorstellung oder die Behauptung, dass es eine nochmals komplexere Form von Semantik gibt, bei der es nicht nur Extension und Intension gibt, sondern zwei Arten von Intention. Man nennt das 2D-Semantik. Das geht ein bisschen über den Scopus hier oder Vorlesung hinaus. Ich denke, die Grundfigur habe ich jetzt hier deutlich gemacht. Und es gibt hier hinter eine große, nochmals technische Debatte, die vor allen Dingen dann eine Debatte ist zwischen den Vertretern dieser Vorstellbarkeitsargumente und den ihnen am nächsten kommenden Physikalisten, nämlich den Typ-B-Physikalisten, die auch im Grunde so eine Form von a posteriori Physikalisten sind, in dem Sinne, dass sie auf diese Analogie zu a posteriori Notwendigkeiten à la Kripke hinweisen und die Gegenseite, die das ablehnt. Wie gesagt, gar nicht beeindruckt von dieser Art von Debatte sind Typ-A-Physikalisten, die von Fleck weg die Vorstellbarkeit schon leugnen. Also hier scheiden sich verschiedenste Wege. Und damit belasse ich es erstmal bei diesen weiteren Bemerkungen zu Vorstellbarkeitsargumenten und will eine etwas illustrativere Ausschmückung, Ausformulierung von Qualia-Argumenten, eine ganze Gruppe, ein ganzes Sammelsurium von Qualia-Argumenten mir stattdessen angucken oder vorstellen, die jetzt viel plastischer und greifbarer sind, weil sie eben in der Tat rhetorisch ausgeschmückt sind. Was ich hier im Sinne habe, sind etwas dezidiertere Überlegungen über invertierte Qualia. Zombies sind ja so etwas wie Wesen, bei denen qualitatives Erleben völlig absent ist, gar nicht vorhanden ist, also sozusagen total absente Qualia. Man könnte ja auch so Zwischenformen haben, Qualia, die so leicht weggehen und wiederkommen, oder aber noch etwas, soll ich sagen, schwächer, ja, in einem gewissen Sinne schwächer. Wie ist es denn erstmal, können wir uns nicht so etwas vorstellen, dass Qualia bei dir und mir in verschiedenen Individuen vertauscht sind, ohne dass das funktional einen Unterschied macht. Diese Überlegungen finden ihre blumige Ausformulierung in Gedankenexperimenten bezüglich invertierter Qualia, und das sind vornehmlich Gedankenexperimente, bei denen jetzt Farbqualia, Farberlebnisse
angeguckt werden. Das macht auch einen guten Sinn. Unser Farberleben ist überhaupt ja das visuelle Sensorium auch am besten untersucht. Also dennoch, also diese Überlegung, dass es ja vielleicht sein könnte, dass Farberlebnisse intern gewissermaßen vertauscht sind und dass wir keine Chance haben, das von außen überhaupt zu bemerken, da einen Abgleich herzustellen, die ist nicht neu. Schon John Locke hat in seinem Essay Concerning Human Understanding über diese Möglichkeit in einer bekannten Stelle nachsinniert. Aber ich möchte mir jetzt hier ein Gedankenexperiment von Sidney Shoemaker angucken zum invertierten Farbspektrum. Das ja, setzt eben an bei dieser Option. Könnte doch möglich sein, es scheint doch tatsächlich eine Möglichkeit zu sein, das phänomenales Farberleben auf eine systematische Weise auf den Kopf gestellt wird. Nämlich genau dann, wenn wir im Farbkreis, der ja so etwas ist wie eine Auflistung der Nachbarschaftseigenschaften von Farberlebnissen. Meinen Gelberlebnissen sind die Orangeerlebnisse näher als die Blauerlebnisse. Ja, eigentlich ist Blau schon eher so etwas wie eine Gegenfarbe zu Gelb und Grün ist die Gegenfarbe zu Rot. Sie sehen, das passt nie ganz hin. Es kommt ein bisschen darauf an, wie der Farbkreis abgedeckt wird. Ich werde für unsere Zwecke jetzt hier im Moment davon reden, als sei Blau die Gegenfarbe zu Gelb und Rot die Gegenfarbe zu Grün und umgekehrt. Wie man überhaupt einen solchen Farbkreis erstellt und dann auch in seinen metrischen Verhältnissen erstellt, also wie sind eigentlich die Abstandsverhältnisse zwischen diesen Erlebnissen, ist durchaus eine trickreiche Frage und gehört in die experimentelle Kunst der Psychophysik, die ihrerseits mit methodischen Komplikationen behaftet ist. Also, aber das so weit will ich im Moment noch nicht gehen. Wir denken uns jetzt zunächst mal, dass das hier so das Farb, dass das so ein bisschen so wiedergibt, wie so unser Farberleben ist und wie Farberlebnisse miteinander zusammenhängen. Und da könnte es doch sein, dass allein aufgrund der Symmetrie des Kreises, eine Kreisfigur besitzt eine schöne Symmetrie, wenn wir immer gegenpolig umtauschen, die Nachbarschaftsverhältnisse ja bewahren, die bleiben ja dieselben, und dass deshalb eine solche Inversion in uns stattfinden könnte, ohne dass es bemerkt wird. Also das ist nun genau auch die Überlegung. Wir würden so jemanden dann für diese Zwecke eine invertierte Person nehmen und nennen. Und nochmal, der Witz ist jetzt dieser Überlegung, ist zu sagen, bei einer invertierten Person ist das phänomenale Farberleben invertiert, auf den Kopf gestellt, vertauscht, aber es zeigt sich nicht im Verhalten. Um dem Ganzen jetzt ein bisschen, das jetzt ein bisschen blumiger und anschaulicher zu machen, insinuiert Shoemaker eine Story. Das ist nun wieder mal ein fantastisches Gedankenexperiment. Das läuft hier so. Stellen wir uns irgendeine Person vor, X, die über Nacht, der arme Kerl oder Frau, erleidet über Nacht einen fiesen Eingriff, irgendeinen chirurgischen Eingriff, bei dem vielleicht die Nervenbahnen im optischen Nerv systematisch jetzt so verändert werden, dass es zu diesem Umtausch der Farberlebnisse kommt. Es handelt sich also um eine intrapersonelle, in dieser Person liegende Farbinversion. Na, was wird passieren, wenn der Arme am nächsten Morgen aufwacht? Er wird dann sagen, wow, das ist aber komisch. Auf einmal ist die Wiese rot und das Feuerwehrauto grün und der Himmel ist gelb. Verrückte Welt. Nun, und zwar wird ihn das gehörig durcheinander bringen, aber nach einiger Zeit wird er, weil seine Mitmenschen weiterhin ja davon reden, was hast du denn? Der Himmel ist blau. Und damit er weiter in der Welt zurande kommt, wird er die Sprache adaptieren, die die Menschen um ihn herum sprechen. Er wird dann sagen, ja, sei es drum, der Himmel ist gelb, der Himmel ist blau, obwohl er ja eigentlich gelb ist. Aber wenn ihr so reden wollt, dann tue ich es auch, damit ich mich weiter mit euch unterhalten kann. Es kommt zu einer semantischen Anpassung durch Neuerlernen der Farbbegriffe. Und jetzt gibt es also nicht genug, also er hat ein bitteres Schicksal, dieser X. Diese Person.
Irgendwann im Verlaufe seines weiteren Lebens erleidet er eine totale Amnesie. Das heißt, er kann sich nicht mehr daran erinnern, dass es mal diesen Morgen gab, an dem er aufstand und an dem auf einmal alles systematisch vertauscht war in seinen Farberlebnissen. Er hat längst diese Sprache neu adaptiert. Und was ist jetzt? So wie das Gedankenexperiment gemacht ist, würde man denken, ja, er hat nach wie vor invertierte Farberlebnisse. Er erlebt den Himmel nach wie vor als gelb, sagt aber, der Himmel ist blau. Und es fällt ihm nicht mal auf. Und allen anderen fällt es natürlich auch nicht auf. Und das ist genau das, was das Gedankenexperiment leisten soll. Es soll mal sozusagen in einer Story, wenn auch fantastisch, aber nicht grundsätzlich naturgesetzlich verboten, darlegen, dass es so etwas geben könnte, wie eine, ja, in der Tat zwar hier intrapersonell hervorgeführte Farbinversion, aber dass es ja deswegen sein kann, dass es das tatsächlich interpersonell gibt. Dass Leute unter uns sind, die invertierte Personen sind. Und das fällt weder denen noch uns auf. Das soll durch ein solches Gedankenexperiment angedeutet werden. Und das können wir jetzt auch noch eine Schraubendrehung weitertreiben. Ehrlich gesagt, es gibt hier viele Schrauben, an denen man drehen kann. Und es gibt auch viele dieser Arten von Gedankenexperimenten, die verschiedene Facetten noch betrachten und ausschmücken oder auch kritisieren. Ich gucke mir den Fall von Ned Blocks, ein Autor, den wir auch schon kennengelernt haben, von dem wir schon gehört haben, den Fall der invertierten Erde an von Ned Block. Was ist die invertierte Erde? Der Name lässt es vielleicht schon erahnen. Also die invertierte Erde ist ein Planet wie die Erde, auf dem alles so ist wie auf der Erde, mit dem einzigen Unterschied, dass alle Objekte die Gegenfarbe tragen, die Komplementärfarbe tragen. Das heißt, dort ist der Himmel gelb und dort sind die Feuerwehrautos grün und dort ist die Wiese rot, etc., etc., etc. Und damit nicht genug. Auf der invertierten Erde sprechen die Leute invertiertes Deutsch. Sie sprechen so eine farbinvertierte Sprache. Das heißt, alle Farbausdrücke referieren genau auf die Gegenfarbe, nach unserem nicht invertiert Deutsch Verständnis. Also der Ausdruck Rot auf der invertierten Erde bedeutet Grün, der Ausdruck Gelb bedeutet Blau, etc. Also die Dinge sind invertiert, aber wir sprechen invertiertes Deutsch. Soll also heißen, die Bewohner dort sagen auch, der Himmel ist blau, weil ja blau gelb bedeutet und der Himmel dort gelb ist. Okay. Nun wieder ein Szenario. Wir nehmen wieder so einen armen Menschen, der nachdem nachts also chirurgisch Gewalt angetan wird und bei dem es zu einer intrapersonellen Farbumkehrung kommt. Und nicht nur das, dieser arme Kerl wird jetzt auch noch auf die invertierte Erde geschleppt und wacht am nächsten Morgen auf und nichts. Nichts. Es fällt ihm nicht auf und es fällt auch sonst keinem anderen auf. Denn er wird weiterhin sagen, der Himmel ist blau, obwohl der Himmel ja gelb ist. Er hat ja gelernt, der Himmel ist blau. Und er hat ja auch Blauerlebnisse aufgrund der intrapersonellen Farbumkehr, die an ihm ja chirurgisch hervorgerufen wurde. Und er redet diejenige Sprache, die im Einklang ist mit der Sprachcommunity drumherum. Das zeigt nun endgültig, so die Vertreter dieser Art von Argumenten, die Möglichkeit interpersoneller Qualia-Inversion. Wenn auch auf eine fantastische Art und Weise und hochspekulative Art und Weise, aber nicht grundsätzlich naturgesetzlich verboten, dass so etwas passieren könnte. Und wenn es das zeigt, dann könnte es Qualia-Inversionen geben und das wäre natürlich eine schlechte Botschaft für den Physikalisten. Also diese Möglichkeit invertierter Qualia ist ähnlich wie die Möglichkeit von Zombies, etwas, was der Physikalist in dieser Weise eigentlich nicht wünschen kann. Denn dann gibt es Tatsachen, Wahrheiten, die er verpasst. Da diese Storys etwas konkreter sind und plastischer sind,
zeigen sie auch andere Art von Kritikmöglichkeiten auf der physikalistischen Seite. Und das will ich hier nur so andeuten. Denn zu all diesen Überlegungen gibt es, wie man sich leicht vorstellen kann, eine Riesenmenge an Pro- und Kontra-Erwägungen. Ganz zu schweigen davon, dass ich auch wieder den Hinweis machen möchte, dass es sich möglicherweise eher um Intuitionenpumpen handelt. Auch das muss man ja bei Gedankenexperimenten immer im Hinterkopf haben. Hier will ich aber ein bisschen auch darauf hinweisen, auf der physikalistischen Seite oder naturalistischen Seite, dass diese Überlegungen durchaus ihre Grenze erfahren, ihr Stoppschild erfahren, wenn es darum geht, also sofern unser inneres Farberleben von messbaren und erfahrbaren Randbedingungen abhängt, nämlich genau der Symmetrie unserer inneren Farberlebnisräume. Was heißt das? Na, der Farbkreis, den ich auf den paar Folien vorher mal gezeigt habe, zeigt in der Tat so eine innere Symmetrie, hat eben die Symmetrie des Kreises. Das heißt, jede Abbildung eines Kreises auf einen Kreis ist wieder ein Kreis. Es gibt also Selbstabbildungen. Man würde technisch sagen, es ist eine Struktur, die also eine gewisse Automorphismengruppe hat, eine Gruppe von Selbstabbildungen auf sich. Und im Grunde sind eigentlich alle solche Automorphismen, solche Selbstabbildungen Möglichkeiten, wie wir Qualia invertieren können. Das muss eigentlich streng genommen nicht mal der Austausch von Gegenfarben sein. Wir könnten den Kreis auch nur leicht drehen und wieder auf sich abbilden. Aber was wir nicht machen können, ist sozusagen die Abstandsverhältnisse zwischen Gelb- und Orange-Verhältnissen ändern oder zwischen Gelb und Orange was anderes dazwischen packen. Das könnte funktional auffällig werden oder müsste funktional auffällig werden. Das heißt, die Symmetrien dieses phänomenalen Erlebnisraums begrenzen auch so ein bisschen die Möglichkeiten dieser Art von Inversionsfantasien. Nun, wie kommt man überhaupt zu der inneren Struktur des Raums phänomenaler Erfahrungen oder wie man im Englischen technisch sagt, eines Quality Space? Also es gibt auch Quality Spaces der auditiven Erfahrungen und den taktilen Raum und den olfaktorischen Raum, ganz schwer zu kartieren. Das wird untersucht mit Methoden der Psychophysik, wo sozusagen verschiedene Stimuli gegeben werden, die Diskriminationsfähigkeiten von Probanden getestet werden. Und so kann man sich so ein bisschen versuchen, diesen Raum zu erfassen. Und dieser Raum ist dann seinerseits auch noch in Kontakt zu bringen mit der Struktur zweier anderer Räume, nämlich der Struktur des Raums der neuronalen Aktivierungen, die vielleicht das Korrelat sind, so der Physikalist, die nicht vielleicht, sondern dezidiert das Korrelat sind von Farberlebnissen. Dieser Raum der neuronalen Aktivierung hat auch eine Struktur. Und wenn alles gut geht, auf physikalistischer Seite, können wir die Struktur des phänomenalen Raums irgendwie abbilden, matchen, auf die Struktur des Raums der neuronalen Aktivierung, also derjenigen neuronalen Aktivitäten, Hirnaktivitäten, Hirnzustände, die Vehikel und Träger von Farberlebnissen sind. Und andererseits hängt er sicherlich auch irgendwie mit der Struktur der Welt zusammen und der Struktur der Stimuli. Das ist, wenn man da einsteigt, eine verteufelt komplizierte und komplexe Angelegenheit. Es führt aber auf bestimmte empirische Randbedingungen dieser Art von Inversionsfantasien. Und in der Tat, wenn zum Beispiel sich herausstellen würde, dass der phänomenale Erlebnisraum gar keine oder nur wenige Symmetrien besitzt, dann limitiert das eigentlich auch die Möglichkeit dieser Art von Inversionsfantasien.
Nach allem, was wir wissen, ist der Raum, also der besitzt nicht wirklich diese schöne Symmetrie des Kreises. Das ist eine hochidealisierte Darstellung. Es kommt überhaupt zu diesen zwei Dimensionen, der Kreis ist ja zweidimensionales Gebilde, noch eine dritte Dimension, nämlich die Helligkeitsdimension sozusagen hinzu, sodass dieser phänomenale Raum eigentlich etwas ist, was in der etwas Dreidimensionalen drin sitzt. Und der ist durchaus ein bisschen verbeult und nicht so ganz schön sauber, symmetrisch in alle Richtungen hin. Wir können zum Beispiel bestimmte Farbnuancen besser diskriminieren als andere Farbgründe, also solche im Gelben vielleicht besser als solche im, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht genau, als solche im Blauen, aber das führt dazu, dass es da so Verzerrungen gibt, Verbeulungen gibt in dieser Struktur. Und das alles ist funktional wirksam und auffällig. Und limitiert ein bisschen die Inversionsmöglichkeiten. Die Art und Weise, wie man zum Beispiel diesen phänomenalen Raum mit dem Raum der neuronalen Aktivierungen zusammenbringt, führt zum Beispiel auf das Hurwitz-Jameson-Modell, und die Art und Weise, wie man diesen Raum mit der Welt zusammenbringt, führt zum Beispiel auf die Idee, dass Schnitte in diesem Raum bestimmten Reflektanzprofilen physikalischer Oberflächen entsprechen oder ähnliches. Ich werde das hier nicht weiter vertiefen, aber das ist eine Bemerkung der Art, dass man vorsichtig sein muss, inwieweit diese Art von Inversionsüberlegungen und philosophischen Fantasien und Gedankenexperimenten nicht auch blockiert werden durch das, was wir empirisch schon wissen und weiter explorieren. Gut. Das war jetzt schon so ein bisschen eine skeptische Bemerkung zu den gegenüber den Vertretern dieser starken Qualia-Argumente. Jetzt mal skeptische Einwände von einer ganz anderen Seite herkommend, die sich festmachen an den Überlegungen von Ludwig Wittgenstein und roh in die Gruppe dessen gehören, was man bei Ludwig Wittgenstein das Privatsprachenargument nennt. Dabei sollte ich gleich vorausschicken, es ist nicht so, dass Ludwig Wittgenstein selber Qualia-Skeptiker ist. Jedenfalls würde ich das nicht in ihn hineinlesen wollen und viele andere wohl auch nicht. Wiewohl es auch immer notorisch schwierig ist, Wittgenstein-Exegese zu betreiben. Aber andere nehmen aus dem, was er geschrieben hat, übernehmen daraus Argumente der Skepsis gegenüber Qualia, ja sogar sie gehen sogar so weit, daraus gewissermaßen Argumente für den oder Plausibilität für eine eliminativistische Haltung gegenüber Qualia zu extrahieren oder zu defiltrieren. Wittgenstein ist kompliziert einerseits, andererseits ist er ingeniös und originell, und da gucken wir uns jetzt mal ein bisschen einige Passagen an, zwei Paragraphen aus den philosophischen Untersuchungen, in denen Wittgenstein unter anderem diese Überlegungen zur Unmöglichkeit einer Privatsprache anführt. Der Ausdruck Privatsprache ist hier ein wittgensteinianischer Terminus technicus. Und ich schicke voraus, dass wir das, was wir darunter verstehen sollen, nicht etwa ist zu leugnen, dass Robinson Crusoe, wenn er auf seiner einsamen Insel gestrandet ist, nicht weiterhin Selbstgespräche führen kann oder seine Sprache nur noch mit sich reden kann. Die hat er ja gelernt und gewissermaßen mitgebracht. Nein, Privatsprache ist in einem sehr spezifischen und sehr harten Sinne zu verstehen. In einer Privatsprache nach Wittgensteinscher Auffassung, so wie er das hier verwendet, ist eine Sprache genannt, bei der die Referenzobjekte der sprachlichen Ausdrücke vermeintlich nur dem Sprecher bekannt sind. Und das widerspricht seiner Grundauffassung dessen, was Sprachbedeutungen sind. Die haben wir ja schon in Ansätzen kennengelernt. Das war ja die Gebrauchstheorie, oder das war so ein gebrauchstheoretischer Ansatz. Es ist viel zu viel, hier von Theorie zu sprechen, weil Wittgenstein nie eine Theorie als Ganze vorgelegt hat, aber er hat einen Ansatz geliefert, der darin bestand zu sagen, dass die Bedeutung eines Wortes im Wesentlichen in seinem Sprachgebrauch liegt. So seine Formulierung in den philosophischen Untersuchungen, die wir gesehen haben. Es braucht also, damit es Bedeutung gibt, Sprachbedeutung, braucht es die Sprachgemeinschaft und den Gebrauch von Ausdrücken, den öffentlichen Gebrauch
in einer Sprachgemeinschaft und damit auch in einer Öffentlichkeit. Und Privatsprache ist das glatte Gegenteil, das all das nicht hat. Und deshalb dieser gebrauchstheoretischen Attitüde widerspricht. Jetzt mal Wittgenstein. Stellen wir uns diesen Fall vor, sagt er. Und diese Passage und auch die nächste, das ist so eine, da redet irgendwie eine imaginäre Person mit einer anderen. Die eine ist wohl die Kontraseite, die andere die Pro-Seite. Diejenige, die zuletzt zur Sprache kommt, ist wohl diejenige, die Wittgensteins Position zum Ausdruck bringt. Klar sagt er das nie. Lassen wir das mal so stehen. Stellen wir uns diesen Fall vor. Ich will über das Wiederkehren einer gewissen Empfindung ein Tagebuch führen. Dazu assoziiere ich sie mit dem Zeichen E und schreibe in einem Kalender zu jedem Tag, an dem ich die Empfindung habe, dieses Zeichen. Ja, Zahnschmerzen oder sowas sein. Ich will zuerst bemerken, dass sich eine Definition des Zeichens nicht aussprechen lässt. Aber ich kann sie doch mir selbst als eine Art hinweisende Definition geben. Wie? Kann ich auf die Empfindung zeigen? Nicht im gewöhnlichen Sinne, aber ich spreche oder schreibe das Zeichen und dabei konzentriere ich meine Aufmerksamkeit auf meine Empfindung, zeige also gleichsam im Inneren auf sie. Jetzt kommt wieder die Gegenseite. Aber wozu diese Zeremonie? Denn nur eine solche scheint es zu sein. Eine Definition dient doch dazu, die Bedeutung eines Zeichens festzulegen. Nun, das geschieht eben durch das Konzentrieren auf die Aufmerksamkeit. Denn dadurch präge ich mir die Verbindung des Zeichens mit der Empfindung ein. Ich präge sie mir ein, kann doch nur heißen, dieser Vorgang bewirkt, dass ich mich in Zukunft richtig an die Verbindung erinnere. Aber in unserem Falle habe ich ja gar kein Kriterium für die Richtigkeit. Man möchte hier sagen, richtig ist, was immer mir als richtig erscheinen wird. Und das heißt nur, dass hier von richtig nicht geredet werden kann. Das wäre eine klare Kritik an dieser Vorstellung einer privaten Sprache über Empfindungserlebnisse. E, dieses innere Empfinden, besitzt, wenn wir es versuchen wollen, mit einem sprachlichen Ausdruck, einem sprachlichen Zeichen zu versehen, das eben Bezug nimmt auf E, dann besitzt dieses sprachliche Zeichen E in Quotes, also E ohne Quotes wäre gewissermaßen das Erleben und E in Quotes ist dieses sprachliche Zeichen, dann besitzt dieses sprachliche Zeichen keine Bedeutung, da es kein Kriterium gibt der Richtigkeit des Gebrauchs, das also festlegt, dass E in Anführungsstrichen dieses Zeichen sich rigide auf, also rigide jetzt nicht im kryptischen Sinne, aber stabil auf dieses spezifische Erleben bezieht. Denn wie sollte das, welches Kriterium besteht, das sicherstellt, dass der Ausdruck, den ich benutze für ein bestimmtes Zahnschmerzerleben, das ich jetzt habe und das ich vielleicht vermeintlich in 5 Jahren mal wieder haben werde und wo ich dann sagen werde, das ist dieses Zahnschmerzerleben, das ich damals schon hatte und das ich eh nenne. Woran lässt sich das festmachen? Welchen Maßstab, welche dritte Kontrollinstanz könnte es dafür geben, dass diese Neuanwendung des Ausdrucks richtig verläuft, richtig angewandt ist, richtig gebraucht wird? Die Instanz für Korrektheit des Gebrauchs von Ausdrücken ist in der Sprache die Sprachgemeinschaft und der in ihr gepflegte Gebrauch. In einer Privatsprache entfällt dieses Element und damit entfällt nach Wittgenstein überhaupt das vernünftige Reden von Sprachbedeutung und damit folgt die Unmöglichkeit einer Privatsprache. In einer berühmt gewordenen Passage, letzte Wittgenstein-Folie, illustriert er das nochmal ein bisschen von der anderen Seite. Das ist diese Passage, diese Überlegung zum Käfer in der Schachtel. Angenommen, sagt Wittgenstein, es hätte jeder eine Schachtel, darin wäre etwas, das wir Käfer nennen.
Niemand kann je in die Schachtel des anderen schauen und jeder sagt, er wisse nur vom Anblick seines Käfers, was ein Käfer ist. Da könnte es ja sein, dass jeder ein anderes Ding in seiner Schachtel hätte. Ja, man könnte sich vorstellen, dass sich ein solches Ding fortwährend veränderte. Aber wenn nun das Wort Käfer dieser Leute doch einen Gebrauch hätte, hat es ja in der öffentlichen Sprache. Dann der Einwand, so wäre er nicht der Bezeichnung eines Dings. Das Ding in der Schachtel gehört überhaupt nicht zum Sprachspiel. Auch nicht einmal ein Etwas. Denn die Schachtel könnte auch leer sein. Nein, durch dieses Ding in der Schachtel kann gekürzt werden. Es hebt sich weg, was immer es ist. Ich weiß, dass ich hier in der Gefahr stehe, Wittgenstein viel Gewalt anzutun, weil ich Überlegungen, die man sehr viel vertiefter machen muss zu diesen Passagen, hier in einer unerhörten Kürze versuche darzustellen und kann auch nur sozusagen wesentliches Element der Überlegung vielleicht herausgreifen. Also hier soll sich vielleicht zeigen, dass, wenn wir uns vorstellen, diese inneren Empfindungen, Qualia, sind eben so etwas wie diese Inhalte von Schachteln, gemünzt auf unsere Fragestellung, das sind Inhalte von Schachteln, dann sind nun diese Inhalte der Schachtel, die zumindest in dieser Passage nicht geleugnet werden, aber doch irrelevant für Sprachgebrauch, also sagen wir mal für die sprachlichen Ausdrücke, die wir in der öffentlichen Sprache dann für bestimmte innere Erlebnisse verwenden. Also Gelbempfindung, Rotempfindung, Süße des Weines und oder ähnliches. Diese Ausdrücke haben in unserer öffentlichen Sprache eine Bedeutung, insofern es eine öffentliche Sprache ist. Aber inwieweit aber ihre Bezugnahme auf innere Objekte, auf das Innere dieser Schachteln, auf die vermeintlichen Käfer in den Schachteln, kann nicht festgemacht werden, kann abermals nicht festgemacht werden, weil es dafür keine öffentlichen Kriterien gibt. Die Ausdrücke haben also Bedeutung, aber das sind nicht die Bedeutungen in dem Sinne, dass sie Bezug nehmen auf in einem stabilen und damit auf Korrektheit hin überprüfbaren Sinne auf innere Erlebnisse, Qualia. Daran sieht man vielleicht, dass es wohl zu viel wäre, Wittgenstein Qualia Skepsis zu unterstellen. Aber es ist klarerweise so, dass er mehr als nur skeptisch ist. Er hält es für unmöglich, dass wir eine Sprache über Qualia haben, Sprachausdrücke, die sich in einer stabilen Weise auf diese inneren Erleben beziehen. Ich hatte schon angedeutet, dass einige Autoren solche und ähnliche Überlegungen, also im Grunde die so Privatsprachen-argumentartige Überlegungen, die Unmöglichkeit einer Privatsprache, aber auch die gesamte Kritik an Inversionsüberlegungen zum Anlass nehmen, überhaupt in Frage zu stellen, dass es so etwas wie Qualia in dem starken, nicht funktionalistischen Sinne gibt. Das wäre dann gewissermaßen der klare Gegenpol zu einer starken Qualia-Pro-Auffassung, ist sozusagen die starke Kontra-Auffassung, die eliminativistische Auffassung. Diese Art von Qualia sind reine Philosophenfantasien. Wohlgemerkt, das soll nicht heißen, dass ein Qualia-Eliminist sagen wird, du hast keine Gelberlebnisse oder du schmeckst den Zucker nicht als süß. Aber er wird sagen, aber das lässt sich vollständig Amaterialismus oder Physikalismus, das lässt sich vollständig funktionalisieren. Und es ist nichts anderes als funktionale Eigenschaften. Das will die starke Qualia-Position ja gerade nicht sagen, mit diesen Möglichkeiten von Zombies, Inversion und Ähnlichem. Der Eliminativist will diese Art von Vorstellung von Qualia, und das ist eigentlich die philosophisch relevante Qualia-Vorstellung, die will er eliminieren. Also
Paul Churchland, Dan Dennett sind so zwei sicher bekannte Vertreter einer rigiden, eliminativistischen Position. Bei Churchland auch, sowohl bei Paul Churchland als auch bei seiner Frau Patricia Churchland, also das Ehepaar Churchland, die beide dazu gearbeitet haben, ist es dann eher so auch der Hinweis, also unsere alltagspsychologische Sprache ist sowieso so unscharf, die gestattet es überhaupt nicht, die vermeintlichen Entitäten, auf die da Bezug genommen wird, sauber zu individuieren. Schmerz. Wir haben zwar Ausdrücke dafür, aber die greifen nicht sauber etwas heraus und wir können das nicht festnageln. Wir könnten das mit einer anderen Sprache viel eher tun, nämlich mit der Sprache der Neurowissenschaften, wenn die Neurowissenschaften für der A1 hinlänglich entwickelt werden. Und die Churchills gehen so weit, dass es für der A1 denkbar ist, dass wir alltagspsychologische Vokabular aufgeben können zugunsten einer sauberen Sprache, die dann auch stabile Individuation und Typisierung des Phänomenalen garantiert. Und auch nur so garantiert, weil es eine methodisch-empirisch sauber entwickelte oder an sauberen empirischen Methoden entwickelte Sprache ist. So wie sich auch in der Historie andere wie sich im historischen Prozess der Fortentwicklung der Wissenschaften unsaubere Charakterisierungen aus dem Alltagssprachlichen entlehnt ersetzt werden können, reduziert werden können und damit auch verbessert werden können durch saubere wissenschaftlich-sprachliche Charakterisierungen von Blitzen eigentlich als typische Formen von elektrischer Entladung zu sprechen. Und wenn man sauber dieses Phänomen fassen will, dann sollte man dieses Vokabular nehmen. Andere Ausdrücke haben wir in unserer Sprache ganz eliminiert. Wir reden überhaupt nicht mehr von der Vis Vitalis, weil wir festgestellt haben, dass wir das Phänomen des Lebens ohne Rückgriff auf solche mystischen Entitäten in einem naturwissenschaftlich saubereren Vokabular am Ende dann sogar viel besser erfassen können. Und damit haben wir die Vis Vitalis Redeweise von solchen Lebenskräften eliminiert. Zugunsten der Redeweise über biologisch sauber definiertere Ausdrücke. So in etwa könnte es sich ja auch mit dem Verhältnis Psychologie und Naturwissenschaften in Zukunft ergeben. Danny Dennett hat in einem sehr berühmten Aufsatz und sehr lesenswerten Aufsatz, der den Titel, einen schönen Titel, Quine in Qualia besitzt, eine ganze Reihe, eine ganze Batterie von Überlegungen angestellt, Qualia skeptischer und Qualia eliminativistischer Art. Er, auch andere Eliminativisten räumen sicher ein, dass wir sozusagen der Mann auf der Straße erstmal naiver Qualia-Realist ist. Aber dann muss man im Grunde dann später dazu sagen, aber willst du wirklich Realist sein in dem Sinne, dass es sich dabei um Entitäten handelt, die nicht funktionalisierbar sind? Und wenn man das weiter verfolgt und in Gedankenexperimenten oder Argumenten stark macht, und das macht Quine, das macht Dennett in diesem Aufsatz rhetorisch sehr sehr variantenreich, dann ergibt sich eigentlich, sollte sich eigentlich ergeben, nein, das will man nicht, sondern dass diese Art von Qualia, die nicht funktionalisierbaren Qualia, gehören eigentlich beiseite geschoben, eliminiert. To Quine, also dem Autor Quine, Willard Quine, einem der top-analytischen Philosophen des 20. Jahrhunderts, der Name wird hier verwendet im Titel. Einfach deshalb, weil Quine es war, der uns daran erinnert hat, dann, dass wenn wir ontologische Aussagen machen wollen, wir diejenigen Entitäten, die wir in unsere Ontologie einführen, besser durch harte und saubere Individuationskriterien definieren sollten. Und wenn uns das nicht gelingt, dann gilt sein Diktum: No entities without identities. Wenn du keine sauberen, harten Identitätskriterien hast, dann gibt es auch keinen Grund für dich, deine Ontologie zu bevölkern mit
vermeintlichen, dann nur vermeintlichen Entitäten. Und so ist es mit Qualia, nach Ansicht von Dennett, nach Ansicht von Churchland, nach Ansicht von Eliminativisten. No Entities, keine Qualia, wenn du keine sauberen Identitätskriterien hast. Und die haben wir nicht. Nochmal, es wird nicht geleugnet, dass es einen funktionalistischen Aspekt gibt. Wir sind in der Lage, Farbdiskriminationen vorzunehmen, Geschmacksdiskriminationen vorzunehmen. Das, was wir da hier Qualia nennen, sind eigentlich sensorische Diskriminationsfähigkeiten. Bei Dennett hat es noch einen anderen Aspekt. Er möchte insgesamt in der Vorstellung von phänomenalem Bewusstsein, er möchte die nicht verwischt sehen und vermengt sehen mit einer Homunculus-Vorstellung eines dessen, was er immer das kartesische Theater nennt. Das ist so etwas, dass es so wäre, als wäre gewissermaßen in unserem Inneren nochmal ein kleiner Mann im Kopf, der diese Erlebnisse wie auf einer Bühne vorgestellt nochmal anguckt und darauf Bezug nimmt. Das, sagt Dennett, ist seinerseits durch unser empirisches Wissen über unsere kognitive Maschinerie, über das Gehirn, auch in gar keiner Weise gedeckt. Im Gegenteil, alles, was wir über das Gehirn wissen, sagt klarerweise, es gibt im Gehirn kein Zentrum, keine Zentralinstanz, nicht etwa die Zirbeldrüse oder etwas Ähnliches, sondern es sind verschiedene Areale, verschiedene Module, die miteinander mal in Kontakt sind, mal nicht in Kontakt sind. Vielleicht gibt es auch so etwas wie globale Verfügbarkeit, komme ich gleich nochmal kurz drauf. Aber es gibt kein Zentrum und damit auch kein kartesisches Theater. Er stellt dem ein Konzept von Multiple Drafts entgegen, dass sozusagen hier multiple Entwürfe und Frameworks gemacht werden, die mal miteinander spielen und mal nicht. Und dass das eigentlich das Bild ist, in diesem Miteinander entsteht Consciousness. Bringt uns auf die Frage, ob wir überhaupt theoretische Modelle haben von Consciousness. Das wird meine letzte Folie sein. Zuvor aber noch eine Bemerkung: Wenn man nicht gleich ganz so weit gehen möchte und rigider Qualia-Eliminativist sein kann, dann gibt es jetzt doch durchaus eine Zwischenposition, die von einem funktionalisierbaren Konzept von Qualia ausgeht und die etwas macht, von dem ich in dieser ganzen Konstruktion der Vorlesung bisher immer behauptet habe, das sei doch eigentlich nicht so der Fall oder nach Ansicht vieler sei das nicht der Fall, dass nämlich Qualia phänomenales Bewusstsein, phänomenale Zustände eigentlich reduzibel sind auf repräsentationale Zustände. Das heißt, die Trennung unserer beiden Themengebiete in Teil 3 und Teil 4 der Vorlesung ist eigentlich keine echte Trennung. In Wahrheit lässt sich dasjenige, was in Teil 4 behandelt wird, phänomenales Bewusstsein, phänomenale Zustände, auf Repräsentationalität zurückführen. Und dann sind Sie bei der Position, in dem großen Feld von möglichen Positionen unter der Rubrik Qualia Repräsentationalismus. Repräsentationalismus bezüglich phänomenaler Zustände, sollte man vielleicht sagen. Also die Idee: Phänomenale Zustände sind repräsentationale Zustände, allerdings mit einer interessanten Form von Inhalt, der nicht begrifflicher Art ist. Wir können ja, um nochmal das Beispiel Farbe aufzugreifen, Myriaden von Farbdiskriminationen vornehmen, besitzen aber bei Weitem nicht so viele Farbbegriffe. Wir können auch bei Weitem nicht so viele Absolututunterscheidungen von Farben vornehmen. Also das sind drei Schritte. Also wir besitzen eine gewisse Vielzahl von Farbbegriffen. Wir sind zu einer größeren Zahl an absoluten Farbunterscheidungen fähig. Ich zeige Ihnen ein Farbplättchen der einen Sorte, ein Farbplättchen der anderen Sorte und dann können Sie sagen, oh, das war jetzt ein tieferes Rot, Kamin. Vielleicht habe ich einen Begriff dafür, ich nenne das Kaminrot, vielleicht habe ich keinen, dann sage ich, das ist tiefer als das Plättchen, das du mir vorher gezeigt hast. Tieferer Farbton, aber rot. Und irgendwann zeige ich Ihnen Plättchen, keine Ahnung, ob das noch eine andere Farbe war als die, die du mir vor zwei Plättchen gezeigt hast. Ich kann es schlichtweg nicht mehr sagen. Nehme ich nun zwei dieser Plättchen, auf denen wirklich unterschiedliche Farbtöne sind, aber nah benachbart, und halte sie direkt nebeneinander, dann sind wir sehr wohl in der Lage, noch zu sagen, oh ja, hier sehe ich durchaus noch einen Farbunterschied. Auch wenn du mir die Plättchen isoliert zeigst, das nicht sehen könnte. Wir sind also zu relativer oder relationaler Diskrimination
fähig, weit jenseits dessen, was wir absolut können. Spricht dafür, dass wenn es sich hier um einen repräsentationalen Inhalt handelt, der jedenfalls nicht begriffliche Art ist. Andere Art ist, ganz sicher andere Art ist als eine propositional fassbare Repräsentation der Art Peter weiß, dass Magdeburg die Hauptstadt von Sachsen-Anhalt ist. Ein Riesenfeld, das man untersuchen muss, aber das wäre so die Stoßrichtung eines Repräsentationalisten bezüglich Qualia. Sie sind dann die und die Inhalte, wo kommen sie her? Naja, aus unsere Sensorien stellen uns Inhalte zur Verfügung. Also eine andere Art, jetzt darüber zu reden, wäre zu sagen, Qualia sind eben Inhalte sensorischer Repräsentation. Das macht Qualia dann, vermeintlich Qualia, wir sollten jetzt vielleicht gar nicht mehr Qualia sagen, weil, oder das nur noch in Anführungsstrichen setzen, weil jetzt hier dezidiert ein funktionalistisches Verständnis von Qualia unterstellt wird. Also funktional phänomenale Zustände oder phänomenale Inhalte, Gehalte, sind repräsentational fassbar und auch vollständig repräsentational fassbar, so die These. Und die sind dann in doppelter Hinsicht möglicherweise relational. Ganz klar hinsichtlich der Idee, dass, wie bei jeder Repräsentation, es Repräsentat und Repräsentandum gibt und sich darin, in dieser Repräsentationsbeziehung, das Inhaltliche, das Gehaltvolle ausmacht. Sie sind vielleicht auch in einem noch interessanteren Sinne relational, dass dasjenige, was das heißt, diese, sagen wir mal, Orange, dieses jene, oder jene Orange-Erlebnis zu sein oder Inhalt einer sensorischen Orange-Repräsentation zu sein, muss ich ja jetzt sagen, darin liegt, dass sie eine bestimmte Position in einem Erlebnisraum, im phänomenalen Erlebnisraum, vereinfacht nochmal beispielsweise den Farbkreis hat, wo Orange eben diejenige Farbe ist, deren nächster Nachbar dann irgendwie Gelbtöne sind oder Rottöne, aber nicht Blau- und Grüntöne. Und die nur in diesem relationalen Sinne überhaupt nur einen Inhalt hat. Zwei Sinne von relational, die man hier anlegen kann. Was vielleicht auch für die repräsentationalistische Auffassung spricht, ist, dass wir Qualia am Anfang mal in der letzten Sitzung als transparent bezeichnet haben. Was war das nochmal? Das war die Vorstellung, dass dieses Phänomen, dass ich die Röte ja an dem Feuerwehrauto erlebe. Als wäre die an dem Feuerwehrauto. Es ist jedenfalls nicht so, dass ich das Rot als eine Eigenschaft eines inneren Zustandes erlebe. Und das, wenn er das aber eigentlich ist, was ja der Qualia-Vertreter sagen will, dann gucke ich da gewissermaßen durch, der ist gewissermaßen transparent und ich attribuiere ihn an einen Stimulus. Warum eigentlich? Das ist gar nicht so klar. Für eine repräsentationalistische Auffassung ist das eher zu verstehen. Dagegen gibt es natürlich auch einiges zu sagen und ich tippe hier nur ein Beispiel an. Wiederum Farben. Interessanterweise ist es so, dass ganz unterschiedliche Reflektanzprofile von physikalischen Gegenständen, von Objekten, in uns möglicherweise dieselben Farberlebnisse hervorrufen. Das ist ziemlich mysteriös. Mit anderen Worten, unterschiedliche Ziele von Repräsentation, Objekte der Repräsentation, erzeugen dieselbe Repräsentation. Reflektanzprofil hört sich sehr hochtrabend an, also das ist sozusagen das Spektrum, das Frequenzspektrum dessen, was mich von der Oberfläche eines, was meine Retina von der Oberfläche eines physikalischen Objekts in meinem Sehfeld erreicht. Und das wird ja typischerweise ein ganzes Gemisch von Frequenzen sein. Aber unterschiedliche Gemische können bizarrerweise dieselben Erlebnisse hervorrufen. Dafür gibt es auch ganz einfache Beispiele, die man schnell überschaut. Beispielsweise nur schnell. Stellen Sie sich eine weiße Fläche vor und ich habe einen gelben Spot, eine gelbe Lampe
die also da so einen gelben Fleck macht auf dieser weißen Fläche, den sehe ich als gelb. Und stellen wir uns jetzt auch vor, die Lampe sei wirklich eine monochromatische Lampe. Dann sendet die eine Wellenlänge aus und die wird auch reflektiert und das führt eben zu einem Gelberlebnis, wie auch immer das zugeht. Der Witz ist, durch ein bestimmtes Arrangement einer bestimmten grünen Wellenlänge und einer eher im rötlichen liegenden Wellenlänge, die ich jetzt also mit zwei Lampen auf dieselbe Stelle beschienen, kann ich dort einen Fleck erzeugen, der mir als in demselben Gelb erscheint, wie derjenige, der von der Gelblampe hervorgerufen wurde. Das Reflexionsspektrum ist jetzt aber ein ganz anderes als eben. Eben war es ein Linienspektrum. Wir hatten nur eine Spektrallinie, die da reflektiert wurde, nämlich diese gelbe. Und jetzt haben wir zwei. Eine, die mehr im Grünen und eine, die mehr im Roten liegt, die aber in mir ein Gelberlebnis hervorrufen. Additive Farbmischung. Das ist irgendwie merkwürdig. Andererseits, und wäre für eine repräsentationalistische Auffassung irgendwie merkwürdig, dass sozusagen zwei unterschiedliche Objekte der Bezugnahme, der Repräsentation, dieselbe Repräsentation, denselben sensorischen Inhalt hervorrufen. Andererseits ist unser Verständnis über das Preprocessing in der Retina und in den hinteren Schichten der Retina, wie also dort die farbsensitiven Zellen miteinander verschaltet sind, durchaus so, dass wir diese Art von Metamerismus, wie man das nennt, der Sache nach gut verstehen können, warum es dazu kommt. Und das macht dann für den Naturalisten eigentlich die ganze Geschichte aus. Ich belasse das mal an dieser Stelle dabei. Hier, es wäre viel zu sagen, aber wir sehen, dass wir münden eigentlich mit Fragen nach Qualia immer wieder in offene Fragen, sowohl in der neurowissenschaftlichen Forschung als auch in unseren philosophischen Überlegungen und Reflexionen dazu. Die harte Qualia-Position wird immer wieder am Ende den Zeigefinger heben und sagen, aber all diese Geschichten, die du mir erzählst, auch das neurowissenschaftliche Verständnis der Verarbeitungsschritte, der primären visuellen Verarbeitungsschritte, schön und gut, das mache ich auch alles mit, aber alles, du kannst mir auch viel erklären, aber was du mir nie erklären kannst, ist eben dieser What It's Like-Charakter. Warum erlebe ich das als gelb? Und ein Repräsentationalismus kann das per se nicht erklären, sagt die Gegenseite. Ich lasse das so stehen. Ich ende hier gewissermaßen aporetisch, denn hier beginnen die echten Fragen und ich versuche ja in dieser Vorlesung erstmal nur sozusagen eine Einführung in diese Fragen zu geben. Stattdessen ende ich nochmal mit einer ein bisschen technischen Folie. Es gehört nicht unbedingt in das Feld Einführung in die Philosophie des Geistes herein, aber ich will wenigstens illustrieren, was ich neurowissenschaftlich auch inzwischen ergibt und was gemacht wird. Man würde sich ja vorstellen, dass die Neurowissenschaft der Zukunft uns irgendwann, das würde der Physikalist sich vorstellen, eine Theorie des Bewusstseins auf den Tisch legt. Wir sind weit davon entfernt, so etwas zu haben. Aber wir haben Ansätze, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Viel von diesem Interesse, inzwischen auch bei den Neurowissenschaften etablierten Interesse nach einer Theory of Consciousness, macht sich fest daran, zunächst mal herauszufinden, was sind denn eigentlich die neuronalen Korrelate phänomenalen Bewusstseins, die Neural Correlates of Consciousness. Wir wissen, und da ist es dann interessant und wichtig, auch zwischen Access Consciousness und Phenomenal Consciousness, zwischen Zugriff, Bewusstsein und Phänomenalität zu unterscheiden, denn viel von dem, was wir wissen, bezieht sich eher auf Kontroll- und Zugriffsbewusstsein und dessen neuronales Korrelat. Nahezu alle Neurowissenschaftler werden Ihnen sagen, und so viel Wissen ist da, dass bestimmte Regionen und bestimmte Systeme im Gehirn eher eine Rolle spielen bei Aufmerksamkeitsprozessen, exekutiven Prozessen und womöglich auch bei phänomenalem Erleben. Thalamus und Cortex sind miteinander über hin- und rücklaufende Faserbahnen miteinander verbunden. Und es ist dieser thalamokortikale Komplex, der erstmal sehr roh gesagt so etwas wie das neuronale Korrelat von Bewusstsein ist, nach allem, was wir heute wissen. Das würden die meisten unterschreiben. Möglicherweise unter Zunahme einiger Strukturen, insbesondere des präfrontalen Kortex.
Das ist noch keine Theorie des Bewusstseins. Das ist erstmal nur ein sich langsam herantasten an die entscheidenden Regionen in unserer Hirnmaschinerie. Einen theoretischen Ansatz für Bewusstsein liefert beispielsweise die Global Workspace-Theorie, die auf den Psychologen Baas zurückgeht und viele andere, die dem gefolgt sind. Da ist die Idee, ein bewusster Zustand ist ein Zustand, der für das gesamte System global verfügbar ist, im Unterschied zu Zuständen, die nur für bestimmte Module oder Teilfunktionalitäten verfügbar sind. Diese Art von Zuständen, die da sind im System, bleiben gewissermaßen unbewusst. Sie sorgen dafür, dass ich Auto fahren kann, aber trotzdem ein Gespräch führe oder hier die ganze Zeit auf einem Stuhl sitze, ohne runterzufallen. Da denke ich nicht drüber nach. Da habe ich auch keine bewusste exekutive Kontrolle drüber. Es gelingt mir aber doch, Gott sei Dank. Sonst würde ich hier eine etwas jämmerliche Figur abgeben. Das heißt, das meiste von dem, was wir machen tagtäglich, ist sicher unbewusst. Sind unbewusste Kontrollmechanismen und Abläufe. Und diejenigen, die bewusst sind, sind solche, die in eine Art Arbeitsspeicher hochgehoben werden, in einen Global Workspace, der dann dem gesamten System zur Verfügung steht. Deshalb global. Die Suche nach neuronalen Korrelaten gibt es dann auch entsprechend und das führt dann zur Neural Global Workspace Theory. Das sind französische Neurowissenschaftler, so die wichtigsten Namen, die man zuerst nennt, Dehaene und Changeux und andere. Es gibt einen ganz anderen Ansatz, der sagt, welche Art von neuronalen Aktivitäten, auf welche Arten von neuronalen Aktivitäten es ganz besonders ankommt. Es ist lange bekannt, dass es in den so etwas gibt wie das großräumige, über große Regionen und auch in verschiedenen Arealen des Kortex stattfindende Schwingungsverhalten von Neuronen gibt, und zwar so, dass diese Neuronen in Phase schwingen, synchron schwingen. Dabei sind bestimmte Frequenzbänder ausgezeichnet und interessant, so um die 40, 30, 40 Hertz herum. Man könnte diese Idee, dass das der Niederschlag ist von auch von bewussten Prozessen, von Bewusstseinsprozessen. Ich lasse hier mal immer noch offen, ist das jetzt Kontrollbewusstsein oder auch phänomenales Bewusstsein oder was auch immer. Das lasse ich alles mal offen im Moment. Aber dass das irgendeine Rolle spielt für Bewusstseinsprozesse, könnte man so insgesamt unter dem Schlagwort Synchronous Oscillation, Korrelationstheorie des Gehirns verbuchen. Da sind vor allen Dingen deutsche Neurowissenschaftler die großen Ideengeber gewesen, Christoph von der Malsburg und dann auf der experimentellen Seite Singer, Engel und viele andere. Es gibt die Information Integration Theory, der Versuch, gerade von Bewusstsein durch einen formalen Maßbegriff, und zwar einen informationstheoretischen Maßbegriff, darzustellen, dass man nicht einfach nur so ein Shannon-Maß von Information ist, sondern dass ein dezidiertes Maß von integrierter, miteinander verwobener Informationskomplexe ist. Deshalb daher der Name Information Integration Theory, IIT. Lass es mal dabei. Tononi, Koch sind da wichtige Autoren. Das ist hier wirklich nur so eine erste Auflistung, damit man sieht, da gibt es Forschung, da gibt es Bemühungen, auch wenn das alles noch in einem elementaren, vorläufigen, zum Teil spekulativen, zum Teil hochspekulativen Stadium ist. Es gibt die Higher Order Thought Theories. David Rosenthal ist ein wichtiger Autor, eher wieder aus der philosophisch-konzeptionellen Ecke herkommend. Wenn ich beispielsweise ein Gelb-Erlebnis habe und gleichzeitig auch glaube, dass ich ein Gelb-Erlebnis habe, dann ist mein Glaube oder meine Überzeugung, ich habe ein Gelb-Erlebnis oder ich habe eine gelbe Wahrnehmung, eine Gelb-Wahrnehmung, ein higher order thought, ein höherstufiger Gedanke, der sich bezieht oder dessen Inhalt jetzt in dem Falle eine Perzeption ist. Und es sind höherstufige repräsentationale Inhalte, die andere Inhalte zum Gegenstand haben, diejenigen, die Kandidaten sind für Bewusstsein, nach Art der Higher Order Thought Theory. Und letztlich
Bei keinem dieser Modelle kam so recht dieses Phänomen des Selbstseins und Selbstbewusstseins so vordergründig zur Sprache. Der geschätzte Kollege Thomas Metzinger hat hierzu eine Selbstmodelltheorie entwickelt, also einen Vorschlag, einen Entwurf gemacht, dass er sagt, das Entstehen von einem Selbst, von Ich-Sein, von Selbstsein, von Personsein hat damit zu tun, dass wir ein internes Selbstmodell, das eine Repräsentation ist, einen repräsentationalen Inhalt hat, das nennt er eben das Selbstmodell. Das hat damit zu tun, das hat aber ganz interessante und besondere Eigenschaften. Es ist eine Art von Repräsentation, durch die wir gewissermaßen hindurch gucken. Wir erleben sie nicht als Repräsentation von etwas, anders als dass ich es erlebe, hier gerade in meinem Arbeitszimmer zu sein oder eine Kamera vor mir zu haben, die ich und eine Vorstellung von dieser Kamera da draußen zu haben, habe ich, fällt das, blicke ich gewissermaßen durch dieses Selbstmodell als einer Repräsentation, einer inneren Repräsentation hindurch und erlebe sie nicht als ein Modell von etwas, was es ausmacht, dass ich mich als ein Selbst erlebe. Hier ist viel zu sagen. Metzinger zieht das auch manchmal so auf, dass er sagt, das macht dann streng genommen das Selbst zu einer Illusion. Auch das belasse ich jetzt mal an dieser Stelle so. Ich wollte jetzt auf dieser letzten Folie wirklich nur einmal nochmal darstellen, was an Ideen da sind und Ansätzen da sind, um sich dem Phänomen des Bewusstseins auch mit empirischer Wissenschaft und Modellbildung oder solcher, die sich an empirischen Daten orientiert, zuhanden ist. Damit ist das Ende der Vorlesung erreicht. Ich hoffe, es hat Ihnen einigermaßen Spaß gemacht. Ich hoffe vor allen Dingen, es hat Ihnen einigermaßen Appetit gemacht an dieser Art von Fragestellung und es hat Ihnen klar gemacht, dass es hier ganz, ganz viele Baustellen gibt und ganz, ganz viel gibt, was wir ergründen müssen und was wahrscheinlich noch Generationen von Wissenschaftlern und Philosophen, die, wenn es gut läuft, immer mehr zusammenwachsen, beschäftigen wird. Unser Job ist erstmal getan. Wie gesagt, ich hoffe, es hat Ihnen etwas Spaß gemacht. Alles Gute, auf Wiedersehen.